Das ist wirklich extrem spannend. So ein Objekt wurde noch nie, absolut noch nie in unserem Sonnensystem gesichtet. Es ist extrem schnell, kommt wahrscheinlich aus den Tiefen des Alls und durchquert in diesen Tagen unser Sonnensystem. Das Objekt ist so neu, dass es in der Astrophysik keine Kategorie für die Bezeichnung gibt. Woher es kommt, was das Sensationelle an dem Objekt ist und wohin es fliegt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Weltpremiere bei Klicksum. Wenn alles korrekt ist, was jetzt beobachtet wurde, dann haben wir nicht mehr und nicht weniger als den ersten beobachteten Durchflug eines interstellaren Objektes durch unser Sonnensystem. Absolut bemerkenswert ist schon mal, woher es kommt. Es kommt nämlich von oben. Am 2. September tauchte es senkrecht zu den Umlaufbahnen der Planeten in unserem Sonnensystem zwischen Sonne und Merkurbahn ein. Die Gravitation der Sonne lenkte das Objekt dann unterhalb der Sonne in Richtung Erde um, wo es unterhalb der Erdumlaufbahn am 14. Oktober an der Erde vorbeiflog. Inzwischen ist das Objekt durch die Umlenkung der Sonne wieder über die Planeten hinausgeschossen worden. Ein solches Objekt ist absolut nicht vorherzusagen und entdeckt werden kann es auch erst, wenn es uns schon sehr nahe ist. Als erstes tat das am 18. Oktober 2017 das 1,8 Meter Teleskop Pan-STARRS 1 auf der Hawaii-Insel Maui. Und dann ergaben die Bahnberechnungen des Objektes sehr schnell, dass es nicht von dieser Welt, also nicht von einem anderen Planeten hier im Sonnensystem und überhaupt nicht aus unserem Sonnensystem stammte. Anhand von Richtung und Geschwindigkeit konnte schnell errechnet werden, dass es eben senkrecht in unser Sonnensystem geflogen war. Es kam aus dem Sternbild Leia. Der Ursprung liegt nicht unweit des Hauptsterns Vega. Wie schwer solche Objekte zu entdecken sind, zeigt, dass es nicht entdeckt wurde, als es am dichtesten an der Erde vorbeiflog, sondern auch schon sich wieder entfernte. Mit einem Grund dürfte die geringe Größe mit einem Durchmesser von rund 160 Metern und die hohe Geschwindigkeit von 26 Kilometern pro Sekunde, also knapp 100.000 Kilometer pro Stunde. Wenn die Berechnungen jetzt präzisiert werden und sich die bisherigen Daten bestätigen, ist die Sensation komplett. Es ist dann das erste interstellare Objekt, das wir beim Durchflug durch unser Sonnensystem entdeckt haben. Wow! Und wir werden es nie wiedersehen. Während Asteroiden ja wie die Planeten Kreise um die Sonne ziehen und immer wieder kommen, wird das bei diesem Objekt anders sein. Es fliegt nach der Umlenkung durch die Sonne jetzt wieder auf Nimmerwiedersehen in den interstellaren Raum, bis es wieder auf Gestirne trifft, die es umlenken. Noch trägt es übrigens den Namen A2017U1. A steht dabei für Asteroid. Das wäre aber kein interstellares Objekt. Der Name muss also noch geändert werden. Ja, wie nur? Was sind eure Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr auch kein Video. Hier geht es weiter mit Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit. Tja, und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.